Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Karinkas Küche. Heute möchte ich euch präsentieren mein Frühstück für heute. Und so sieht er aus. Das sind die Haferflocken mit dem gedünsteten Apfel gekocht und obendrauf einfach ein paar Heidelbeere und Weintrauben. Und so sieht er aus und schmeckt sehr lecker. Für mich schmeckt es sehr lecker. Durch den Früchte, richtig so ein bisschen knackig, der Saft kommt von den Beeren, von den Apfel, saftige Apfel, schmeckt sehr, sehr lecker und außerdem sehr, sehr gesund. Und wenn ihr Interesse habt zu meinem Rezept zum Frühstück, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Mein Frühstück bereite ich heute aus einem Apfel. Ungefähr so 40 Gramm Haferflocken, diese grobe Haferflocken. Dann gebe ich noch ein bisschen dazu Zimt. Wenn es fertig ist, kann man Beeren oder Obst noch oben drauf schneiden. In meinem Fall nehme ich Weintrauben und Heidelbeeren. Zubereiten werde ich es nur mit einem Teelöffel Öl, heißem Wasser und wenn ihr ein bisschen Süße in eurem Frühstück möchtet, könnt ihr so ungefähr knappe Teelöffel von Agavendicksaft nehmen. Sonst kann man auch ohne das kommen. Erstmal werden wir unsere Apfel, wenn nötig ist, schälen und in kleine Würfel schneiden. Nehmen wir die Gehäuse auch raus und probiert ihr einfach, wie die Haut ist. In meinem Fall nehme ich heute die Äste und er ist so süß-sauer. Die Haut wirklich sehr, sehr hart, deswegen schneide ich die ab. Und schneide ihn einfach in die kleine Würfel. Ungefähr so. So, Apfel habe ich jetzt geschnitten und jetzt gehen wir ans Herd und bereiten wir unser Frühstück vor. Ich nehme dafür eine kleine Pfanne. Kann man auch natürlich im Töpfchen machen. Gebe nur einen Teelöffel Öl. Das reicht schon. So. Und werden wir erstmal unsere Apfel so schmoren. So, die Pfanne ist schon warm. Geben wir Äpfel rein. Und werden wir so ungefähr 2-3 Minuten unsere Äpfel anschmoren. Immer wieder umrühren und am besten, wenn wir es zudecken und ungefähr auf so ein bisschen mehr als mittlere Stufe anschmoren. So, es sind jetzt schon 3 Minuten vorbei. Jetzt geben wir unsere Haferflocken rein, umrühren. Und heißes Wasser am besten dazu führen, dass es kann weiter kochen. Ich nehme für diese Mine 200 ml Wasser. Und jetzt lassen wir es einfach ungefähr so 10 Minuten köcheln, dass den Haferflocken richtig schön weich werden. Das ist wirklich kein Hexenwerk und geht so schnell und ein sehr gesundes Frühstück. So, nach 10 Minuten ungefähr sieht unser Brei so aus. Und wenn ihr zum Beispiel etwas dünner, flüssiger wollt haben, dann gebt ihr einfach einen Schluck Wasser mehr. Es ist dann nach Geschmack. Und jetzt werden wir wiegen, wie viel haben wir Gramm uns unser Frühstück gekocht. Es sollte ungefähr 300 Gramm werden. Ja, der Apfel war etwas bisschen zu groß. Für 300 Gramm habe ich mal ausgerechnet, es sind nur gerade 89 Kalorien. So sieht unser Frühstück aus und jetzt können wir noch ein bisschen Zimt dazu geben. Ich mag gerne, es ist mit dem Zimt, Apfel und Zimt und nach Wunsch natürlich auch ein paar Beeren. Die Weintrauben besser aufschneiden. Ist besser beim Essen. Keine aus Erfahrung. Kann noch
raten, diese Arbeit noch ein bisschen machen und die Weintrauben aufschneiden. So, ist das unser Frühstück geworden. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt es probiert und sagt, oh, es ist kein Geschmack oder wie sagt man, eigentlich es ist Geschmack von den Apfel, von jetzt Zimt, so duftet schön und dann die Beeren. Dann könnt ihr auch mal so ein paar Tropfen von Agavendicksaft machen. Dann wird das Geschmack ganz anders. Ich hatte mal so einen Apfel, er hatte wirklich absolut keinen Geschmack und war ziemlich sauer. Und da könnte ich auch nicht so richtig es essen. Dann habe ich mir ein paar Tropfen einfach Agavendicksaft genommen. Na, diesmal, dieser Apfel ist richtig süß, sauer, schmeckt sehr gut. Brauche ich dafür nicht. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig, haben wir uns ein sehr gesundes Frühstück gemacht und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit, bleiben Sie gesund, liebe Freunde. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie meinen Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke drauf zu klicken. Dann bekommt ihr immer Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video rausbekomme. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!